Links neben mir seht ihr mein persönliches Messe-Highlight für das Modelljahr 2025, und zwar das Highbike Adventure 11 ABS. Das Besondere an dem Fahrrad ist natürlich auf den ersten Blick zu erkennen, der Tiefeinsteiger-Rahmen, der hier trotz seiner unkonventionellen Form für den Mountainbike-Bereich eine extrem hohe Stabilität hat. Ein vollgefedertes EMTB Fully mit einem Tiefeinsteiger, ich würde es eher sagen als Flacheinsteigerrahmen. Das Bike gibt es auch so in der klassischen Herrenvariante mit Diamantrahmen. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Für mich ist, wie gesagt, das ja einfach das Highlight, weil das Einsatzgebiet hier gar nicht zwingend im harten Gelände ist, sondern tatsächlich für den maximalen Komfort im Trekking- und City-Bereich, weil wir haben hier eine Komplettausstattung mit Schutzblech, mit Ständer, mit einer kompletten Lichtanlage, mit einem ordentlichen Gepäckträger, wo man Packtaschen dran machen könnt. Also damit seid ihr einfach auf Touren und in der City super bequem, super sicher unterwegs. Dafür sorgt zum einen die potente 140 mm Federgabel vorne und 130 mm Federweg am Dämpfer, sodass ihr hier easy über Bordsteine, über Kopfsteinpflaster, über ruppige Betonstraßen einfach drüber rollt und wirklich einfach die Fahrt noch mehr genießen könnt. Ansonsten ein weiteres Highlight an dem Bike, natürlich der neue Bosch Performance Line CX Gen 5 Motor. Das heißt hier die neueste Motorgeneration mit der aktuellsten Motoraufnahme, die den CX-Motor ein deutliches Stück leiser macht, was das Fahren natürlich allgemein viel, viel angenehmer macht. Und mit der neuen Bosch PowerTube 800 ausgestattet. Also auch hier eine Maximum an Reichweite, was ihr damit erreichen könnt. Weiter natürlich mit dem Bosch Smart System ausgerüstet. Hier mit einem Kiox 300, mit einer LED-Remote, also auch in Steuerungselementen. Eine klassische Kombination, die einfach durch einen Smartphone-Clip oder anderen Zubehör erweitert werden können. Und auch farblich finde ich das eine klassische gelungene Mischung, die einfach Spaß macht und sicherlich für viele von euch ein interessantes Bike ist. Ansonsten findet ihr hier klassische Mountainbike-Komponenten, die euch das Fahren einfach so angenehm wie möglich machen. Wir haben hier eine Shimano Deore XT-Schaltung verbaut, eine Dropper-Post, dass ihr auch während in der Stadt einfach mal den Sattel ein bisschen runter machen könnt, wenn ihr anhaltet an der Ampel oder sowas, und dann einfach wieder hoch. Sozusagen die Flexibilität, die euch normalerweise ein EMTB bietet, hier auch für mich in einem Trekking-Bereich interpretiert, und zusätzliche Sicherheit durch die Magura ABS-Bremsen in Zusammenarbeit mit Bosch. Also auch hier habt ihr nochmal ein Plus an Sicherheit, sowohl auf dem Trail, aber auch natürlich in der Stadt, das euch sicher zum Stehen bringt, wenn ihr in einer Gefahrensituation seid, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass das Vorderrad wegrutscht oder blockiert oder da einfach ein bisschen ins Schwingen kommt und eventuell einen Unfall vermeiden könnt. Also auch hier hat Highbike nochmal ein Plus an Sicherheit euch gegeben, das euch sicherlich in vielen Situationen weiterhelfen wird. Das Bike bietet Highbike für rund 6.500 Euro an. Wenn euch das interessiert und ihr noch mehr Detailinformationen wollt, schaut gern bei uns im Shop vorbei. Wenn ihr noch Fragen habt oder eine Meinung dazu, ob so ein Bike mit so einem Federweg und einem tiefen Einstieg für euch sinnvoll ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Gern diskutieren wir da mit euch. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt den Ganzen ein Like und abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt.